So Leute, jetzt gibt es 25 Tiere mit ungewöhnlichen Körperteilen und ich habe eben schon mal ins Video geklickt. Junge, und der erste ist cool. Guckt euch den an. Ja, Leute, das Video ist von der Weißen Eule. Schaut gerne mal vorbei. Lasst ein Like und ein Abo da und go! Hallo, willkommen zu einem neuen Video. Laut verschiedener Artikel gibt es mehr als 9 Millionen verschiedene Tierarten auf unserer Erde. Du denkst vielleicht, dass du schon fast alle Tiere gesehen hast, aber du wirst überrascht sein zu erfahren, dass es Tiere mit den seltsamsten Merkmalen und Eigenschaften gibt. In unserem heutigen Video zeigen wir euch 25 Tiere mit ungewöhnlichen Körperteilen. Ja. Du bist neu auf diesem Kanal? Dann vergiss nicht, uns zu abonnieren und aktiviere die Benachrichtigungsglocke. Bevor wir anfangen, gib einen Daumen hoch. Ja, einen Daumen hoch, ja. Nummer 25. Das ist der Proboscis-Affe, auch bekannt als der Nasenaffe. Wie du sehen kannst, ist seine Nase ein großer Teil seines gesamten Gesichts. Ob du es glaubst oder nicht, aber die Funktion der Nase ist es, Partner anzuziehen. Aufgrund ihrer ungewöhnlichen... Damit findest du sicherlich einen Partner. Alter, das ist so faszinierend. In Form erzeugt sie eine Echokammer, die ihren Ruf verstärkt, mit dem sie die Damen verführt und andere Männchen einschüchtert. Ja, mit Nummer dem 24. Ding kann man schon mal ein Männchen einschüchtern. Die meisten Menschen haben 32 Zähne, aber wusstet ihr, dass es einen Fisch gibt, der ebenfalls menschenähnliche Zähne hat? Dabei handelt es sich um den Sheepshead-Fisch und nach Ansicht von Forschern könnten die Zähne mit seiner Ernährung zusammenhängen. Wenn sie jung sind, ernähren sie sich von Tieren mit weichen Gräten. Also so unten, nee, aber die oberen Zähne, die sehen aus wie von so einem Gebiss. Wie zum Beispiel Schalentieren. Wenn sie älter werden und eine Größe von 5 cm erreichen, stellen sie auf eine feste Nahrung aus hartschaligen Tieren wie Seepocken um. Nummer 23. Das ist der Mähnenwolf, obwohl er weder ein Wolf noch ein Fuchs ist. Er ist eine Anomalie, lebt irgendwo dazwischen und gehört zu einer eigenen Gattung. Der Mähnenwolf zeichnet sich durch rotes Fell, lange Beine und lange aufrechte Ohren aus. Er ist etwa 1,90 Meter lang und wiegt durchschnittlich 23 Kilogramm. Er ist der größte Hund Südamerikas. Oh ja, das sieht schon ein bisschen creepy aus, wie lang seine Beine sind. Beine haben sich entwickelt, um durch die hohen Gräser der Savannen zu streifen. Nummer 22. Ja. Wenn du einen Prachtfregattvogel zum ersten Mal siehst, wirst du wahrscheinlich wieder hinschauen, wenn du seine rote Kehle siehst. Diese rote Kehle findet man nur bei den Männchen und während der Brutzeit. Aber in dieser Zeit sitzen 30 Männchen auf einmal irgendwo. Einer nach dem anderen blähen sie ihren Kehlsack unter dem Schnabel zu einer Herzform auf. Ja, und dann wird geguckt, wer den größten Sack hat oder was? Apropos Sack, wenn ihr noch was für zum Beispiel Weihnachten sucht, schaut gerne mal auf paluten.shop vorbei. Da gibt es diesen süßen Fratz und noch vieles mehr. Was für eine Überleitung. So, weiter mit dem Sackvogel. Dann geben sie eine Reihe von Lauten von sich und winken mit dem Kopf und den Flügeln. Was ist, wenn einer von seinen Feinden seinen Sack einfach kaputt macht? Das wäre Nummer 21. Noch schrecklicher als eine Schlange ist eine Schlange mit Tentakeln. Ja, du hast richtig gehört. Die Tentakelschlange mit dem passenden Namen hat Tentakel im Schnurrbart. Je mehr Fakten man über diese Schlange erfährt, das ist eine Schnurrbartschlange. Desto wird diese Art. Diese Schlangenart lebt im Wasser, frisst Fische und benutzt ihre Tentakel wie die Tentakel eines Oktopus. Jeder Tentakel enthält eine Menge Nervenzellen. Das bedeutet, dass diese Schlange im trüben, schlammigen Wasser umherschleicht und ihre Gesichtstentakel benutzt, um Beute aufzuspüren und zu sehen. Aus. Nummer 20. Mit dem will ich nicht befreundet sein. Man würde ein Insekt nicht unbedingt als Giraffe bezeichnen, aber das nächste Tier hat es verdient. Darf ich vorstellen? Der Giraffenkäfer und sein langer, gebogener Hals. Man findet sie in verrottenden Bäumen in Neuseeland. Wie bei den meisten ungewöhnlichen Körperteilen hat auch der Hals eine Funktion, die mit der Paarung zusammenhängt. In der Paarungszeit wetteifern die Männchen um die Aufmerksamkeit eines Weibchens, indem sie mit ihren Hälsen... Im Tierreich wird nur gebumst. Sorry, Leute. Aber es ist schon auffällig, dass 90% der Körpermerkmale, die wir am heutigen Tag gesehen haben, die so ein bisschen freaky sind, hauptsächlich mit der Paarung zu tun haben. Gut, irgendwie muss es ja weitergehen. ...schlagen, bis eines von einem Blatt abgeworfen wird oder bewusstlos wird. Also... Nummer 19. Als ob Wale nicht schon beeindruckend genug wären... Um die Größe dieser Tiere zu begreifen, stellt euch ein Tier von der Größe eines etwa 10-stöckigen Gebäudes vor, das durch die Straßen streift. Ein Wal kann bei einer Länge von 30 Metern etwa 200 Tonnen wiegen. Um ein so langes Tier zu tragen, hat jedes Tier natürlich ein riesiges Herz.
Das Herz eines Wals kann unglaubliche 450 Kilogramm wiegen. Alter. Die Zunge eines Wals wiegt sogar noch mehr, etwa 6000 Kilogramm, so schwer wie ein Elefant. Das Nummer Herz 18. Unfassbar. Der ungewöhnliche Körperteil der Campus Giant Softshell Turtle ist ihr ganzer Körper. Sie hat auch einen sehr interessanten Spitznamen, die froschgesichtige Weichschildkröte. Die küssen. Diese Süßwasserschildkröten sind außergewöhnlich groß. Einige Exemplare werden mehr als einen Meter lang. Außerdem wiegen sie durchschnittlich 100 Kilogramm. Abgesehen von ihren ungewöhnlichen Gesichtszügen sind sie für ihren glatten olivgrünen Panzer berühmt. Ja, aber der ist ja Nummer so soft. 17. Ist ja kein richtiger Panzer. Man könnte sich fragen, ob Ameisenbären nicht von einem fremden Planeten stammen. Tatsächlich können diese Kreaturen mit ihren charakteristischen röhrenförmigen Mäulern und spitz zulaufenden Köpfen bis zu 30.000 Insekten pro Tag fressen. Allerdings können sie nicht sehr gut sehen und ihr seltsam geformter Kopf und Körper sind etwa 120 cm lang. Ihr Schwanz ist fast so lang wie ihr Körper und sie haben keine Zähne. Stattdessen haben sie eine 2 Meter lange Zunge, die sie bis zu 150 Mal pro Minute herausstrecken. Außerdem sind ihre Zungen mit kleinen Stacheln versehen. Krass, die Zunge sah ja freaky aus. Die kommt in dieser Kolibri hat einen Schnabel, der weniger an einen Schnabel als an ein Schwert erinnert und an dem man... Ey, jetzt mal for real. Die Natur ist schon echt krass. Was für unterschiedliche Arten es gibt und was die Evolution da so gebastelt hat. Auch jetzt er mit so einem ganz langen Schnabel, damit er da richtig dick an den Nektar kommt. Man sich lieber nicht stoßen sollte. Dieser südamerikanische Vogel ist etwa 14 cm lang, aber allein sein Schnabel ist durchschnittlich 8 cm lang. Daher hat er natürlich auch seinen Namen, Schwertkolibri. Nummer 14. Narwale sind Meerestiere, die man nur in arktischen Gewässern findet. Sie sehen fiktiv aus, denn wer würde schon glauben, dass ein Lebewesen mit nur einem Horn und 3 Meter langen Stoßzähnen im Meer herumschwimmt. Aber es gibt... Narwal wiegt im Durchschnitt etwa 2000 Kilogramm und wird über 5 Meter lang. Interessant ist, dass ihre Stoßzähne weniger ein Stoßzahn, sondern eher ein Zahn mit 10 Millionen Nervenenden sind. Und was spießt er damit wirklich Leute auf? Normale Fledermäuse sind schon gruselig genug, aber habt ihr jemals von der Hammerkopf-Fledermaus gehört? Ihr seltsam geformtes und längliches Gesicht und ihre vergrößerten Gesichtszüge machen sie zu einem einzigartigen Tier. Ob du es glaubst oder nicht, es sind nur die Männchen, die so aussehen. Die Weibchen sehen einfach wie andere Flughunde aus. Ah, das ist wieder gemein. Der Ai-Ai ist eine Primatenart, die nur auf der Insel Madagaskar vorkommt. Sie ist bekannt für ihre großen Augen, langen Ohren und albtraumhaften Finger. An allen Fingern und Zähnen haben sie spitze Krallen. Es heißt, dass man verflucht ist, wenn ein Ai-Ai mit dem Mittelfinger auf einen zeigt. In Wirklichkeit benutzt das Weibchen seinen Finger, um unter der Baumrinde nach Insekten zu lauschen und sie herauszuklauen. Der hat nicht mal die Augen auf. Es ist sehr ungewöhnlich, dass es einen Vogel gibt, der leuchtend blaue Füße hat. Das sieht schön Wusstest du, dass Flamingos ihre ikonische rosa Farbe von ihrer mit Garnelen gefüllten Nahrung erhalten? Nun, so ist es auch beim Blaufußtölpel. Frisst der? Schlümpfe? Sorry für den schlechten Joke. Nahrung enthält ein Pigment namens Carotinoide, das sein Immunsystem stärkt. Wenn der Blaufußtölpel seine natürliche Nahrung nicht bekommt, verlieren seine Füße ihre Leuchtkraft. Und je blauer die Füße sind, desto eher werden sie von den Weibchen als fruchtbar angesehen. Ja klar, umso blauer, umso geiler. Der Schlangenaal, der aussieht wie etwas, das direkt aus dem Film Alien stammt, ist ein beeindruckender Fisch. Das Maul des Schluckaals, wie er auch heißt, ist größer als sein Körper und ist sein einzigartigstes Merkmal. Der Gulpa-Aal, ein weiterer Name, kann seine Kiefer leicht öffnen und Tiere verschlucken, die größer sind als sein Körper. Ihr Magen dehnt sich daher aus, um die große Mahlzeit aufzunehmen. Nummer 10. Die Beine der afrikanischen Jacana sind so unglaublich, dass es den Irrglauben gibt, sie hätten 6 Beine. Das stimmt nicht, aber sie haben extrem lange Beine und außergewöhnlich lange Zehen und Krallen, mit denen sie ihr Gewicht auf dem Wasser ausgleichen können. Und wenn ein Jungtier in der Nähe ist, kann man sehen, wie es sich unter seinem Elternteil versteckt. Wie niedlich ist das denn? Okay, Nummer 9. Es ist schwer zu sagen, wo der Kopf aufhört und der Körper beginnt, aber die Harvest Man ist eine äußerst seltsame Spinne. Es wird oft angenommen, dass diese Spinne sehr gefährlich ist, aber die Erntespinne auf Deutsch hat keine Giftdrüsen, sie kann kein Netz spinnen und hat auch nur 2 Augen.
Ihre Beine dienen der Verteidigung, um ihre Umgebung zu sehen und um Partnerinnen anzulocken. Ja, das ist ja die lameste Spinne, die ich jemals gehört habe. Und die Eule sieht auch schon wieder aus, als hätte die heute Morgen ein bisschen schlecht geschlafen. Nummer 8. Es kommt nicht oft vor, dass man ein Insekt mit einem Meister der alten japanischen Kunst vergleichen kann. Der Ohrwurm sieht durchschnittlich aus, bis er seine Origami-ähnlichen Flügel entfaltet. Seine Flügel sind 10-mal so groß, wenn sie entfaltet sind. Das muss doch ein schöner Anblick sein, wenn man diesem Tier in echt begegnet. Nee. Findet ihr nicht auch? Nee. Er sah für mich ein bisschen eklig aus. Das ist die Mary River Schildkröte, die nur im Mary River im Südosten von Queensland, Australien vorkommt. Sie sieht aus wie eine gewöhnliche Schildkröte, bis du ihren Kopf voller grüner Haare und Schnurrhaare gesehen hast. Und nein, das sind keine gefärbten Haare, sondern das Ergebnis von Algen, die auf ihrem Kopf und Panzer wachsen. Aber das ist ja cool. Er hat eine richtig coole Frisur. Der Tarsier ist eine Primatenart, die auf der Insel Sulawesi in Indonesien vorkommt. Ihr auffälligstes Merkmal sind ihre großen Augen. Der Tarsier ist insgesamt 12 cm lang und seine Augen sind 1,5 cm breit. Es heißt sogar, dass die Augen die Form des Schädels beeinflussen. Sie sind jedoch nützlich für ihre nächtliche Lebensweise. Ja, stimmt, wenn die Augen so groß sind, dann die Pupillen, viel Licht fällt rein. Das Schnabeltier ist ein Tier, das in Ostaustralien und Tasmanien vorkommt. Es hat den paddelförmigen Schwanz eines Bibers, den haarigen Körper eines Otters, einen flachen Schnabel und die Füße einer Ente. Allerdings muss man bei diesem Tier vorsichtig sein, denn jedes Hinterbein hat einen Sporn, der mit einer Giftdrüse verbunden ist. Die haben Nummer 4. Was ist das? Die Fiddlerkrabbe ist leicht zu unterscheiden, denn sie hat eine mittelgroße und eine erschreckend große Klaue. Wie bei den meisten ungewöhnlichen Körperteilen dient die große Kralle dazu, Weibchen anzulocken. Aber habt ihr schon einmal von der japanischen Spinnenkrabbe gehört? Diese Krabbe ist ziemlich gruselig, denn ihre Beine können durchschnittlich 3 Meter lang werden. Nummer 3. 3 Meter? Die Fangschreckenkrebse sind außergewöhnliche Kreaturen, die für ihre aggressive Art Beute zu fangen berühmt. Alter. Bist du hässlich? Berühmt sind. Aber es sind die Augen, auf die man aufpassen muss. Während der Mensch 3 Farbkanäle verarbeitet, nämlich rot, blau und grün, hat die Gottesanbeterin 12. Sie kann ultraviolettes und polarisiertes Licht erkennen und die Art und Weise, wie sie ihre Umgebung abtastelt, ähnelt eher einem Strichcode-Lesegerät. Ja, aber du bist trotzdem echt gruselig. Eine der letzten dinosaurierähnlichen Kreaturen auf der Erde ist der Schuhschnabel. Diese Vögel haben stechende Augen und büschelförmige Schnäbel, mit denen sie auf besondere Weise Fische fangen und fressen. Ihre Form hilft ihnen, den... Stimmt, der Kopf sieht... Der sieht aus wie so ein freaking Dino. ...sonst glitschigen Lungenfisch, die Lieblingsspeise der Vögel, festzuhalten. Auf dem Speiseplan dieser wilden Vögel stehen auch junge Krokodile und Schildkröten. Nummer 1. Ich kann sehen, wie du denkst. Und nein, es ist kein Lippenstift. Der rotlebige Fledermausfisch ist wegen seiner roten Lippen sehr merkwürdig. Hm. Aber er hat nicht nur Leuchten. Gibt's da nicht so einen Song? Lippen sind zum Küssen da. Irgendwie so. Tut mir leid. Und rote Lippen, sondern sieht auch ein bisschen aus wie ein laufender Frosch und schwimmt, indem er kriecht. Seine roten Lippen sollen Partnerinnen anlocken. Welches ist das ungewöhnlichste Tier, dem ihr je begegnet seid? Ich muss sagen, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber mein Favorit am heutigen Tag war auf jeden Fall er hier. Der ist einfach geil.